Sie ist die Königin der Lüfte, das ist klar. Aber hat sich mal irgendjemand von euch gefragt, warum man diesem Flugzeug diesen riesigen Buckel verpasst hat? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diese Frage, wieso man der 747 eigentlich diesen Buckel gegeben hat, habe ich mir tatsächlich schon häufiger gestellt. Vor allem dann, als ich vor einiger Zeit in Seattle war und die Möglichkeit hatte, mir selbst einmal den 747-Prototypen anzuschauen, welcher am 30. September 1968 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Und hier steckt auch schon der erste Hinweis drin. 1968. Das ist erstens ewig lange her und zweitens sah das da mit der Luftfahrt noch ein kleines bisschen anders aus. Damals wollte die große Pan Am ein Flugzeug mit der doppelten Kapazität der Boeing 707 haben. Pan Am versprach, das Ding, was da rauskommen sollte, zu kaufen. Also eigentlich eine ganz einfache Sache, legt man doch einfach zwei 707-Rümpfe übereinander. Nun gab es aber folgendes Problem. Wir befinden uns in den 60er Jahren. Da war es erstmal gar nicht so cool, wenn man das größte Flugzeug hatte, sondern wenn man das schnellste hatte. Überschall ist da das Stichwort. Und Boeing steckte mitten in der Entwicklung eines Überschallpassagierflugzeuges. Konnte ja keiner ahnen, dass das in den nächsten 50 Jahren eigentlich wirklich niemand gebrauchen kann. Aber zurück zu 747. Die sollte, wenn sie dann in vielleicht 10 Jahren für den Passagierverkehr gar nicht mehr gebraucht wird, aber vor allem eins können, nämlich Fracht befördern und sich dann auch noch leicht umrüsten lassen. Hat man nun in Anführungszeichen diese zwei übereinanderliegenden 707-Rümpfe, dann lässt sich das nicht mal ebenso in ein Frachtflugzeug verwandeln. Beziehungsweise, wie schafft man Fracht in ein so hoch liegendes Oberdeck und wie kommen im Ernstfall die Leute da oben raus? Heute zeigt zwar der A380, dass dies alles irgendwie funktioniert, aber mal zurück in die 60er Jahre. Da entschied man sich, anstatt zwei vergleichsweise dünne, übereinanderliegende, für einen kreisrunden Rumpf mit noch nie dagewesener Kabinenbreite für ein Passagierflugzeug. Vorteil ist, besser zu beladen und eine ganze Menge Fracht passt dann natürlich dann auch rein. Das Flugzeug ist immerhin über 70 Meter lang. Das erklärt den Buckel aber noch immer nicht. Schauen wir uns nun mal einen aktuellen 747-Frachter an. Die Fracht kommt dadurch die sich öffnende Nase ins Flugzeug. Deswegen auch immer diese schönen Fotos von den lachenden 747-Frachtern. Und damit dieses Frachttor da so funktionieren kann, muss das Cockpit so weit oben liegen. Jetzt lässt man das Ganze noch ganz aerodynamisch nach hinten auslaufen und schon entsteht der charakteristische Buckel. Die 747 war dann nach dem Jungfernflug am 9. Februar 1969 das größte Passagierflugzeug der Welt. Und mit der Zeit wurde der hinter dem Cockpit entstandene freie Raum immer mehr als Passagierkabine genutzt und vor allem wurde der immer länger. Bei der 747-8 Intercontinental ist es immerhin so, als hätte man eine 737 da oben drauf gesetzt. Und so entstand also der Buckel der 747.